Und wir wechseln das Thema. Wenn es um inklusive Bildung geht, sieht es in Österreich eher schlecht aus. Zum wiederholten Male wurde im vergangenen Jahr von einem UN-Fachausschuss festgestellt, dass Österreich den Artikel 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung nicht umsetzt. Konkret bedeutet das, dass Kinder mit Behinderung nicht gleichberechtigt lernen können. Dass es auch anders gehen kann, zeigt das Schulzentrum Ungergasse in Wien. Hier können Jugendliche ab 14 Jahren eine HAK oder eine HTL besuchen, ganz gleich, ob sie spezielle Bedürfnisse haben oder nicht. Susanne Däubel berichtet. 8 Uhr früh. Reges Treiben vor dem Schulzentrum Ungergasse kurz vor Schulbeginn. Hier sind fast alle Klassen integrativ. Ich habe hier den Laptop, ganz normal. Und dann habe ich hier die Braillezeile. Das ist ein Gerät, das kann 40 Zeichen vom Bildschirminhalt in Blindenschrift ausgeben. Die Idee ist, dass man es bezahlt bekommt. Es gibt aber da mindestens so viele verschiedene Optionen, wie es in Österreich Bundesländer gibt. Also es variiert sehr, je nachdem, wo man ist. Wir haben es damals bezahlt bekommen. Die Anträge dauern aber meistens sehr lang. Also. Und man kriegt doch nicht komplett. Genau. Also es bleibt man kriegt es auch nicht komplett bezahlt. Ich komme eigentlich aus Salzburg und bin nach Wien gezogen, da, weil ich hier bessere Wohnmöglichkeiten habe. Also ich habe eine schwere Sehbehinderung. Ich mache tatsächlich alles alleine. Also ich habe keine persönliche Assistenz. Ich habe erstmal die Tafelkamera, die ist verbunden mit einem Bildschirm. Und dann habe ich halt noch einen Bildschirm, einen zusätzlichen Bildschirm, der ist halt mit meinem Laptop verknüpft sozusagen. Und genau, damit kann ich eben so Word-Dokumente beispielsweise vergrößern. Vor allem am Anfang in der Klasse wurde man schon öfter mal gefragt, hey, wo brauchst du Hilfe und wie ist das bei dir? Aber nach 5 Jahren wäre es halt komisch, wenn es noch den Unterschied gäbe. Für Lehrende sind die unterschiedlichen Bedürfnisse eine Herausforderung. Jede Schularbeit muss in 3 bis 4 Ausführungen ausgearbeitet werden. Verwende ich halt ein Diagramm zum Beispiel, muss ich die X-Achse beschreiben, die Y-Achse, die Säulen, damit sie damit umgehen können. Weil es gibt keine Ausnahmen in irgendeiner Hinsicht, dass sie Dinge nicht erledigen müssten oder leisten müssten. Was für die Schülerinnen und Schüler hier inzwischen selbstverständlich ist, ist es für Entscheidungsträgerinnen nicht. Im Rahmen einer internationalen Konferenz, der sogenannten Project Zero-Konferenz in der UNO-City, organisiert von der österreichischen Essl-Stiftung, steht auch der Besuch der Wiener Schule für Konferenzteilnehmerinnen auf dem Programm. Ein paar Tage zuvor im österreichischen Parlament. Von jeder Partei stellt eine Abgeordnete eines von insgesamt 77 weltweit ausgesuchten Projekten vor, das heuer von der Essl-Stiftung prämiert wurde. Ich habe das Schulzentrum Ungergasse mir ausgesucht, weil es natürlich ein österreichisches Projekt ist und das immer mich freut, wenn wir in Österreich Dinge herzeigen können, die schon gut funktionieren, wo es ja gerade bei der inklusiven Bildung ein großes Thema ist, weil es immer heißt, das geht nicht bei uns. Und da geht es. Wir leben das Modell der umgekehrten Integration. Das bedeutet, dass wir vorrangig Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung aufnehmen. Und erst dann die restlichen Plätze mit Schülerinnen und Schülern ohne Behinderung füllen. Moderiert hat die Veranstaltung der Schwimmer und Sportmoderator Andreas Onea. Kurz vor seiner Einschulung hat er nach einem schweren Autounfall einen Arm verloren. Für ihn war es entscheidend, dass er in eine Regelschule ging, wie jedes andere Kind auch. Selbstverständlich war das aber nicht. Meine Eltern haben geglaubt, dass es ein Problem sein kann. Sie haben proaktiv, dann mein Unfall war wenige Monate vor Schulbeginn, sind auf die Schule zugegangen und haben gesagt, wir hatten einen Unfall, der Kleine hat jetzt eine Behinderung, können wir überhaupt ihn in die Schule schicken? Und die Schule war offen genug, dass sie gesagt haben, wir schauen uns das an, wir sprechen mit der Lehrerin. Und die hat gemeint, na, überhaupt kein Problem. Ich habe später dann verstanden, zum Schnellschwimmen braucht man kein abgeschlossenes Studium. Aber am Anfang war das trotzdem wichtig, vor allem aufgrund meines Migrationshintergrundes. Das war meinen Eltern ganz wichtig, dass ich die Matura mache, dass ich ein Studium abschließe, weil sie einfach wussten, Bildung ist wichtig. Sie wussten auch, in Rumänien, wo meine Eltern herkommen, hätte ich keine Chance gehabt auf schulische Ausbildung, keine Chance auf einen Uni-Abschluss und dadurch keine Chance auf den Arbeitsmarkt. Auch die ÖVP-Abgeordnete Kira Grünberg hat sich für ein österreichisches Projekt entschieden. Die Johannes-Kepler-Medizin-Universität in Linz bildet angehende Ärztinnen und Ärzte auch gleich im Umgang mit Menschen mit Behinderung aus. Ich habe selber natürlich schon viele Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Ärztinnen und Ärzten. Und habe eben gemerkt, dass da oft der Umgang nicht ganz so sicher ist oder sie nicht genau wissen, wie sie mit mir als Mensch mit Behinderung umgehen sollen. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass die einfach in ihrem Studium lernen,
dass man eben mit der Patientin oder mit dem Patienten spricht und nicht eventuell mit der Begleitperson, die was tot ist. Das Ziel ist, dass alle prämierten Projekte so oft wie möglich nachgeahmt oder kopiert werden. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Dabei soll die Parlamentsveranstaltung, vor allem aber die Zero Project Konferenz in der UNO City helfen. Dass auf dem Gebiet der Barrierefreiheit, speziell in Österreich, noch viel zu tun ist, darin sind sich alle einig. Die Luft nach oben ist immer da. Natürlich ist für uns ganz wesentlich, dass wir die Bildung als die Grundvoraussetzung haben. Dann sind die Menschen auch in der Lage, in den Beruf integriert zu werden. Würde man wünschen, die Ungargasse gäbe es in jedem österreichischen Bundesland. Sie wissen ja, dass auch für die Behindertenpolitik letzten Endes im Operativen die Länder zuständig sind. Und gemeinsam, glaube ich, Bund, Länder und auch die Gemeinden müssen wir hier das vorantreiben. Wir haben in unserem Bildungssystem das Hauptproblem, dass wir ständig versuchen, Kinder zu sortieren. In verschiedene Gebäude, in verschiedene Systeme. Damit muss es aufhören. Wir müssen lernen, mit der Verschiedenheit umzugehen, mit den unterschiedlichen Bedürfnissen, mit den unterschiedlichen Herkünften und auch mit und ohne Behinderung. Ich glaube, das Problem fängt schon im Kindergarten an, in der Elementarpädagogik, dass Menschen, die diesen Beruf eigentlich ausüben möchten und eine Behinderung haben, gar teilweise nicht die Möglichkeit haben, dass sie die Ausbildung machen können. Und ich glaube, dort würde Inklusion beginnen in Österreich. Hindernisse, die es künftig, wenn es nach Martin Essel geht, nicht mehr geben sollte. Österreich ist ja ein Spezialthema, weil wir einen Föderalismus haben und wir in Wahrheit ja 10 Gesetze in Österreich haben. Nicht? Das erschwert die Sache. Aber auf der anderen Seite bringt es doch wieder einen Vorteil. Wir werden von den 5 Innovationen 2 aus Österreich sehen, die es singulär in einem Bundesland gibt. Und da ist die Zielsetzung, dass es in ganz Österreich ausgebreitet wird. Auch der inklusive White Hands Corps aus Japan zeigt im österreichischen Parlament, wie es gehen kann. Kinder mit und ohne Behinderung singen miteinander. Die gehörlosen Kinder singen in Gebärdensprache.